Mir gelingt es immer wieder, wenn ich in die Natur gehe, bewusst in die Wälder, in die Stille. Und da stelle ich mir dann auch immer wieder die Frage, was ist meine Natur? Wer bin ich? Und zwar, wer bin ich jenseits von meinem Namen, den ich jetzt in diesem Leben trage, jenseits von dieser Aufgabe, die ich jetzt habe als Weltenwanderer? Was bleibt dann? Was bleibt übrig? Jenseits von dem, was wir uns in dieser Gesellschaft definieren. Frau 6:03, wunderschönen guten Morgen zu dem Rahmen Menschlichkeit leben. Es ist ein bisschen eine komische Begrifflichkeit, weil wir sind ja Menschen und wieso müssen wir Menschlichkeit leben fördern und all diese Dinge? Es ist offensichtlich allerdings so, wenn man es in Verbindung mit Wirtschaft sieht, wie wir das tun mit der Ökonomie der Menschlichkeit, dann ist der Mensch immer mehr verdrängt worden, irgendwelche Logarithmen, irgendwelche Erfolgsziele und irgendwelche Zahlen im Außen, und das scheint sich jetzt zu wandeln. Und da, glaube ich, haben wir ganz ein schönes Fundament in der Ökonomie der Menschlichkeit und auch sowas wie Mentoren, Botschafter, die einfach aus unserer Sicht authentisch, und ich wollte gerade meine Partnerin einladen, dass sie zu mir kommt. Sie sitzt gegenüber und hat einen Schlafrock und sie mag nicht, aber sie ist dabei. Die Impulse geben, und wo ich mir einfach gedacht habe, wie kann sie das wandeln? Wie können wir ein tieferes Menschsein kommen? Und der Ansatz ist genau über solche Vorbilder, die authentische, ehrliche Wege gehen, dass die der Hebel sind, dass die ja, faktisch vormachen und dass wir als Gesellschaft mitgehen und dass man aus Augenhöhe agiert. Also auch nicht, dass einer sagt, das ist der Guru oder das ist der, der das macht. Nein, wir sind alle gleich und wir haben alle Potenziale und wir dürfen alle schöpfen und auch Verantwortung übernehmen. Und der Gregor Siebeker, nennt sie Weltenwanderer, ja, ist ein besonderer, einige von Ihnen oder viele von euch kennen den auch, ja, den ersten Impuls gemacht, und er sagt immer, der Weg entsteht im Gehen, und dieses Format, das wird jetzt künftig immer öffentlich sein, das war eigentlich für alle, die bei der Ökonomie der Menschlichkeit dabei sind, gedacht, wollen wir aber nicht mehr, das soll ganz ein schöner, offener Raum sein, als Einladung alle 2 Wochen in der Früh, und heute ist ganz wichtig, dass wir auch co-kreieren, dass wir sagen, wie kann sich der Raum ausweiten, was wäre wesentlich, und wie können wir einfach, ja, Leichtigkeit, Freude, Vertrauen sind 3 Wörter, die uns begleiten. Wie können wir die fördern? Und das Leben ist keine Bedrohung, das kann schön sein. So, jetzt darf ich übergeben auf den sicher viele Worten, Gregor, irgendwo im Hintergrund. Einen wunderschönen guten Morgen euch alle. Danke, Georg, wieder für die Einladung daher in diesen Gestaltungsraum, in diesen gemeinsamen. Euch allen, die heute dabei sind, schön, dass ihr dabei seid, die Brigitte. Viele liebe Grüße zum Pilgern runter nach Portugal. Ihr seht hinten schon den großen Berg. Und es kommt eine Sehnsucht auf. Ich bin gerade in Oberösterreich, da wo ich geboren bin, in Nussbach, und bin gestern mit meiner Mutter am Grillplatz oben gestanden. Das ist so also ein heiliger Berg da in dieser Gegend. Und habe nach Osten geblickt und habe Tränen in die Augen bekommen, so von der Berührtheit und einer Sehnsucht nach dem Gehen. Wir werden sehen. Aber heute sind wir mal da, und ich habe ein paar Impulse vorbereitet, wie wir gemeinsam Menschlichkeit leben. Und dann haben uns der Georg und ich gedacht, dass wir einen Raum öffnen für Co-Kreation und einen Ort der Begegnung hier. Ja. Mein wichtigster Weggefährte in diesem Leben war und ist Martin Weber, Energetiker und Bewusstseinstherapeut. Und er hat einmal vor ein paar Jahren zu mir gesagt, ich sehe eine neue Erde. Ich mache alles neu. Und wir erleben gerade in großen Wandelzeiten. Und in diesen Wandelzeiten, da ist einerseits das Festhalten an das Alte, gleichzeitig spüren wir aber schon das Neue. Und ja, raus aus dem Festhalten an den vorgefertigten Konzepten und hin zu einem Handeln im Jetzt. Und eine zentrale Frage ist,
Wie geht es mir jetzt? Mir geht es sehr gut gerade. Ich bin so glücklich, da zu sein und mit euch diesen Morgen zu begrüßen. Und wenn ich mich in dieses Jetzt, wenn ich mich diesem Jetzt anvertraue, dann vertraue ich mich der Intelligenz des Lebens an. Und handle aus diesem Jetzt und aus dieser Intelligenz des Lebens. Für mich ist dieses Jetzt auch immer das Tor zum Herzen. Die Stimme des Herzens hören. Was fühle ich? Raus aus diesem äußeren Informationsfeld, in dem wir uns so vertraut begegnen. Einem äußeren Informationsfeld, das man mehr oder weniger von Kleinkindesalter an präsentiert bekommen haben, gelehrt bekommen haben vom Kindergarten an. Der Lehrer hat in der Jugend schon immer mehr gewusst als wir selber. Dann ist es so weitergegangen. Immer hat irgendwer gewusst als wir selbst. Halleluja. Dabei haben wir, wie mein Großvater immer gesagt hat, alles Wissen in uns. Und wieder dieser Stimme des Herzens zu vertrauen. Diese Stimme des Herzens zu hören. Und da braucht es die Stille und die Ruhe. Ich habe das heute so schön gefunden bei unserem Morgenimpuls, wie man die paar Minuten vor 6 Uhr hat keiner was gesagt und es war einfach nur still. Aus dieser Stille und Ruhe heraus handeln. Mir gelingt es immer wieder, wenn ich in die Natur gehe, bewusst in die Wälder, in die Stille. Und da stelle ich mir dann auch immer wieder die Frage, was ist meine Natur? Wer bin ich? Und zwar, wer bin ich jenseits von meinem Namen, den ich jetzt in diesem Leben trage, jenseits von dieser Aufgabe, die ich jetzt habe als Weltenwanderer? Was bleibt dann? Was bleibt übrig? Jenseits von dem, was wir uns in dieser Gesellschaft definieren. Und da erkennen wir, dass dann sehr viel übrig bleibt und wir erstmals diesen Zugang zu dieser Größe haben. Es geht also darum, wieder auszupacken. Ich habe vergangenes Wochenende mit lieben Freunden und Freundinnen eine Reise ins Nichts gemacht. Die Reise ins Nichts, das sind Wanderungen, wo wir den Ort der Begegnung fix haben. Dort treffen wir uns und dann gehen wir los und wir haben die Ausrüstung eingepackt, dass wir draußen schlafen können und der Weg entsteht im Gehen. Und ich habe einen Rucksack getragen und ich habe relativ viel eingepackt gehabt in den Rucksack. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, immer wieder, wie wollen Menschen, wenn sie mir begegnen, wissen, was packe ich in den Rucksack ein? Und vielleicht viel wichtiger ist, was packe ich aus oder was nehme ich nicht mit? Was nehme ich nicht mit? Ich habe angefangen mit dem Zitat, ich sehe eine neue Erde, ich mache alles neu. Was nehme ich in die neue Erde eben nicht mit? Also von was darf ich mich verabschieden oder von was will ich mich verabschieden? Und da ist es so großartig, was du gerade machst, Brigitte, auf Pilgerwanderung zu gehen, weil man dann physisch, wir nehmen dann physisch einen Rucksack mit. Und wenn wir zu viel einpacken, dann wird der Rucksack so schwer und die Pilgerwanderung macht überhaupt keine Freude. Und so sich diese Frage zu stellen, mit welchem Gepäck gehe ich durch das Leben? Was nehme ich mit und was nehme ich nicht mit? Und schon kommt die Leichtigkeit. Wir leben in einer Zeit, wo wir uns über Konsum definieren. Je mehr wir besitzen, umso erfolgreicher sind wir in dieser Gesellschaft. Trotzdem ist es oft nur ein ganz kurzer Kick,
Es ist wie so eine Sucht oft und dann kommt eine große Leere. Und wenn ich bei diesem Spiel nicht mehr mitspiele, dann kommt die Leichtigkeit. Mit der Leichtigkeit kommt die Lebensfreude. Und dann lerne ich das Gehen in Leichtigkeit und Lebensfreude und es kommt das Vertrauen und das sind die drei zentralen Wörter der Ökonomie der Menschlichkeit, Leichtigkeit, Lebensfreude und Vertrauen. Wenn es gelingt, mit weniger durch das Leben zu gehen und zu vereinfachen, dann gewinnen wir unsere Freiheit wieder zurück. Und Freiheit ist in diesen Zeiten also ein wichtiges Wort geworden. In den vergangenen Monaten ist uns das so klar geworden. Was ist Freiheit? Und für mich, wenn ich in der Freiheit bin und in der Freiheit lebe, dann kommt die Lebensfreude. Und es entsteht ein Raum aus Möglichkeiten. Und aus diesem Raum aus Möglichkeiten handle ich. Und wir haben das heute schon gesagt, in der Einleitung oder der Georg, es geht um Co-Kreation. Dass wir gemeinsam was erschaffen. Und zwar auf einer Ebene und erkennen, dass wir aus einer Verbundenheit heraus handeln. In dem klassischen Wirtschaftssystem, das auf fast allen Wirtschaftsuniversitäten der Erde gelehrt wird, geht es um Konkurrenz, um Wettbewerb. Möglichst selbst besser sein als der andere. Wenn ich besser bin als der andere, dann kann ich vorwärts gehen, vielleicht den anderen noch runterdrücken. Dann geht es mir besser. Und das ist definitiv alte Erde. Es ist alles auf zauberhafte Art und Weise miteinander verbunden und verwoben. Das ist für mich so ein zentraler Punkt. Wir sind alle eins. Und weil wir alle eins sind, handle ich aus diesem Bewusstsein anders, als wie wenn ich aus dem Bewusstsein der Getrenntheit handle und agiere. Ja, und zum Abschluss noch eine Geschichte. Wieder im Sinne dieser neuen Zeit und dieser neuen Erde, in der wir gerade leben. Die Hopi-Indianer, die Ureinwohner, die im Süden der USA leben, haben eine Prophezeiung oder eine Geschichte für diese neue Zeit geschrieben. Und die Hopis sagen, die Zeit des einsamen Wolfes ist vorbei. Wir brauchen eine ko-kreative Schöpferkraft. Und es geht darum, wer sind meine Weggefährten und wer sind meine Weggefährtinnen? Wo lebe ich, mit wem lebe ich und wie lebe ich? Und sie sagen, das Leben ist ein schnell fließender Fluss. Und der macht anfangs Angst. Und viele Menschen halten sich aus dieser Angst am Ufer fest, weil das ist das Vertraute, das kennen wir. In Wirklichkeit geht es aber darum, dass wir uns in diesen Fluss hineinbegeben. Im Vertrauen. Und wir gehen in den Fluss hinein und dann geht es darum, dass wir den Kopf über Wasser halten und dann schauen, wer ist da rundherum da. So wie jetzt gerade, wo man so ein bisschen schaut, wer ist da rundherum da. Und da dann gemeinsam in diesem Fluss zu fließen. Rein in die Selbstverantwortung. Und Verantwortung zu übernehmen für mein Leben und für mein Sein. Ich habe mal vor einigen Jahren einen Satz gelesen, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber so im übertragenen Sinn hat er gelautet, wir Menschen geben unsere Gesundheit an den Arzt ab, unsere Kinder an den Lehrer und unsere Religion an den Pfarrer. Und fragen uns, warum wir unsere Freiheit verloren haben. Und da wieder in diese Selbstverantwortung zu gehen, aus dieser Verantwortung heraus zu handeln, gerade in diesen Zeiten, wo so viel
Information aus dem Außen kommt, wieder rein in dieses Innere, in diese Weisheit von innen. Diese Weisheit von innen stärken, aber auch diese Weisheit von innen stärken mit Mitschöpfern und Weggefährten und Weggefährtinnen, mit denen man ein gemeinsames Feld aufbauen kann. Und diesen Raum der Möglichkeiten, den machen der Georg und ich jetzt auf und laden euch ein, eure Gedanken mit uns zu teilen und in einen ko-kreativen Schöpfungsprozess zu gehen heute früh am Morgen. Und ich bin so glücklich, dass wir alle da sind und habe so eine große Freude. Halleluja. Danke, Gregor. Berührend. Wer mag eröffnen? Michael, unser Freund der Biobauer, den ich erwähnt habe. Ist die Geburt gelungen, Michael? Du bist gerade dazugekommen. Magst du kurz was sagen? Ja, guten Morgen. Grüß euch. Guten Morgen. Haben wir ein Mädchen bekommen. Ein Mädchen haben wir bekommen. Gesund und munter. Alle zwei, Mutter und Kalb. Schön. Super. Ja. Du Michael, ich finde immer so faszinierend, ihr seid Vorerwerbsbauern mit einem sehr kleinen Hof. Magst du kurz sagen, so deine Kernaussage, wenn du jetzt weißt, was ich meine, wie wirtschaftlich möglich ist? Ja, wirtschaftlich möglich, ja. Wir haben ein Land, Forst- und Almwirtschaft mit Milchkühe, mit Direktvermarktung und eigener Nachzucht. Es tröpfelt überall ein bisschen einer. Und ja, wir haben mit dem Frieden, was wir haben und wo man in Vertrauen ist zum Leben, zum göttlichen Leben, dann, ja, sage ich mal, bist du aber der eigene König in deinem eigenen Königreich. Und ja, uns geht's gut, wir sind zufrieden. Ja, wir haben alles, was wir zum Leben brauchen. Das, mit dem haben wir zufrieden, das passt. Super. Danke, Michael. Kernaussage, so wie es du formulierst, ist, wir schauen nicht auf das, was uns fehlt, sondern auf das, was wir haben. Also ganz eine andere Perspektive. Und ja, das ist auch, glaube ich, das Bereichernde. Danke, Michael. Danke, ja. Auch ja, das gleich noch aufnehmen, wohin lege ich den Fokus? Also ich bin die Uschi Rieder, ich bin gebürtige Kärntnerin und sitze am Fuße der Schmittenhöhe in Salzburg und schaue aufs Kitzsteinhorn. Und ich bin Steuerberaterin und habe aber, eben ich sage immer, das war, weil ich in Kärnten am Globeiner See groß geworden bin. Ich habe mir als Kind schon gedacht, das Leben muss anders sein und nicht nur aus Arbeit bestehen. Und mittlerweile bin ich Steuerberaterin und lege auch den und bemühe mich und begleite meine Kunden dabei, dass ich ihnen sage, dass sie schauen müssen, also dein Wort von der Marie Eschenbach, das hat mich auch so begleitet, weil ich so viele Leute kennengelernt habe, die gesagt haben, sie werden irgendwann einmal das machen, wenn sie in Pension sind. Und ich habe auch gute Bekannte, die hat immer gesagt, na, und wenn ich in Pension bin, werde ich Klavier spielen. Und wie sie dann in Pension war, hat sie so Gichtfinger gehabt, dass sie nie mehr Klavier spielen hat können. Und das ist etwas, wo ich auch mir denke, dass so wichtig ist, dass man das Leben jetzt nimmt und nicht wartet. Weil meistens ist es so, man macht das, man macht sich selbstständig, man arbeitet. Das ist meist in der Zeit, wo die Kinder groß sind. Und irgendwann einmal ist dann die Zeit vorbei und die Kinder sind groß und man hat das gar nicht so richtig genossen auch mit ihnen. Und da ist mir eben, das ist die Frage, wo geht der Fokus hin? Was ist mir wichtig? Und Gregor, ich bin dir sehr dankbar für die Inspiration und dir, Georg, auch, dass du das organisierst und machst, dass wir uns da austauschen können. Was ich noch sagen wollte, eben, ich mache mit meinen Kunden Planungen, aber die sind
nicht fix. Also das ist so, dass man sagt, man hat einmal einen Plan, irgendwie eine Idee, wo man hinkommt, aber der Plan ist immer so, dass wenn sich die Gegebenheiten und das Rundherum ändert, dann ändern wir halt den Plan. Der ist ja nicht in Stein gemeißelt. Der soll ja nur helfen, dass man ungefähr dorthin kommt, wo man hin will. Und wir arbeiten mit Zufriedenheitsfaktoren, weil mir so wichtig ist, dass man mit sich selbst verbunden ist, dass man schaut, um was geht es mir eigentlich. Und das sind meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen einfach nur gleich ein gutes Leben haben wollen. Sie wollen Leichtigkeit haben, sie wollen so viel haben, dass sie leben können und dass sie die Anerkennung und die Wertschätzung haben. Und da gibt es einfach ganz viele unterschiedliche Strategien. Und ich denke mir oft, in unserer Welt jetzt ist es so wichtig, das Bewusstsein zu kriegen. Es hat oft mit dem Bild zu tun, das wir im Kopf haben, wie wir manche Sachen erreichen. So wie die gesagt hat, nein, ich muss erst warten, bis ich in Pension bin, dass ich dann da Zeit habe. Und es ist so wichtig, dass man das Bild im Kopf ändert, wie das ausschaut. Und deswegen danke ich euch für das Format, weil ich denke, das ist eine Möglichkeit, einfach die Bilder im Kopf zu ändern und in eine neue Zukunft zu gehen, wo man einfach sieht, dass es möglich ist, dass wir auch anders leben können. Also ich habe ganz viel Erfahrung damit, wenn ein Kunde da sitzt und der sagt, ja, und er muss, so wie du gerade gesagt hast, hart arbeiten. Das ist nicht notwendig. Wir in unserer Kanzlei, wir machen, so wie jetzt haben wir Sommerpause, wir machen im Sommer 2 Monate zu. Und es gibt uns seit 20 Jahren, wo sie alle sagen, das gibt es nicht, ein Steuerberater, der 2 Monate im Sommer zu hat. Aber wir machen zu, wir haben schon einen kleinen Teil, wo wir einmal eine Woche dazwischen arbeiten. Aber es ist möglich. Man kann andere Wege gehen und man kann super leben damit. Also uns geht super. Das wollte ich mitteilen. Ich möchte gern auch was sagen, ausgelöst zu dem, was der Gregor gesagt hat. Ich bin in Kremsmünster daheim, ganz in der Nähe. Freiheit ist für mich ganz, ganz was Wesentliches. Über das denke ich viel nach, was für mich das Fordernde ist in dieser Zeit, dass ich merke, dass ich so schaumgebremst bin, für diese Freiheit zu gehen. Eben weil sozusagen auch die Sorge da ist, wenn ich mich zu viel beim Fenster auslehne, dann könnte es gefährlich werden. Was mich ganz schön fordert und ein Satz, der mir da in den letzten Tagen hilft, der kommt vom Neil Donald Walsh. Der sagt, erinnere dich immer dran, dass du eine Seele bist und nicht dein Körper. Und das ist so ein Gedanke, der mir hilft, dass ich mir jetzt täglich mehrmals sage, wenn ich merke, es überkommt mich so ein bisschen diese Panik, was kommt alles auf uns zu, dass ich mir sagen kann, innen drinnen bin ich immer frei. Also so einfach etwas, das mir hilft, an der Freiheit dran zu bleiben und vielleicht an der Freiheit zu arbeiten und wieder aus dieser Angst auszuarbeiten. Danke. Ja, ganz schön, ganz wichtig. Viktor Frankl ist da, glaube ich, ein ganz Paradebeispiel. Der war im KZ und er hat gesagt, sie können alles nehmen im Außen, aber im Innen nicht. Und der hat ganz breit gewirkt. Ganz, ganz schön. Und der Weg ist wirklich permanent. Sabrina, bitte. Ja, danke für das Wort und schönen guten Morgen an alle. Besonders auch an Gregor. Ich war am Wochenende dabei bei der Wanderung ins Nichts und ich habe mich so sehr darauf gefreut, wie ich das gehört habe, habe ich sofort gewusst, dass ich da dabei sein möchte. Und es hat meine, ja, also es hat mich auf jeden Fall unglaublich berührt. Ein Satz, der mich schon jahrelang begleitet ist, wandernd, sich wundernd, sich wandelnd. Und das ist nicht einmal ein richtiger Satz, aber es drückt für mich so viel aus. Und das habe ich erleben dürfen. Was für mich bei der Wanderung ganz, ganz wichtig war und was für mich ja jeden Tag
jetzt wichtig ist, ist so diese Grundstimmung des Strahlens, das wir alle haben, immer stärker, immer mehr zu verstärken. Das heißt, ganz egal, was so im Außen ist, quasi, dass meine innere Sonne einfach strahlt, genauso wie die physische Sonne immer da ist und manchmal ein paar Wolken dabei sind, aber ich weiß, aus meinem Herzen kann es einfach strahlen und da ist es dann egal, ob ich 5 Tage im Regen wandere und durchnässt bin. Dieses Strahlen, das ist einfach immer da und bin auch sehr, sehr inspiriert immer von Menschen. Also es ist jetzt gerade noch gefallen, Berichten aus dem KZ, wo Menschen dieses innere Leben, so diese innere Freiheit nutzen und diese Ressourcen, die wir haben als Menschen und plötzlich am Menschsein entdecken, was ist eigentlich, was sie vorher noch nie irgendwie, womit sie nie in Berührung gekommen sind vorher unter solchen Umständen. Und für mich ist es einfach diese innere Strahlkraft, die ganz aus der Essenz kommt. Schön. Danke. Danke, Sabrina. Wir haben symbolisch so einen Ballon. Der Rupert Gruber ist auch dabei, der macht so eine 3D-Animation. Im Ballon einsteigen heißt, ich fliege oder ich fahre, aber ich kann es nicht genau kontrollieren, ich lasse mich ein, ich habe keinen Gegenwind, das ist symbolisch. Wir bauen da ganz ein schönes Feld auf. Ich spüre immer, ist die Reise gut, ist das gut, was wir dann? Und das drückt sich immer in Berührtheit aus und ich bin wirklich sehr, sehr berührt. Und auf das bauen wir auf. Und Gregor, danke, danke nochmal für die enge Verbundenheit, für deine vielen Impulse. Du lebst es und das wirkt. Das ist kein Konzept, nicht irgendwo klären, sondern das ist Leben. Und du bist eine ganz große Bereicherung. Ich würde mich gerne einschalten. Ich bin der Tom. Guten Morgen in die Runde. Ich bin heute das erste Mal dabei in diesem Forum, aber ich glaube, Georg, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das auch das erste Mal heute. Genau. Ja, danke für die vielen interessanten, inspirierenden Meldungen. Ich bin Architekt und ich habe täglich mit Plänen zu tun. Und ich habe lange Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, dass mein Plan also nichts Starres ist in der Definition und Stures ist, sondern er ist maximaler Orientierung und dann, sage ich mal, im Alltag, auch im Tun, in meinem Fall mit einem Auftraggeber, ist es ein Prozess, wo man am Anfang, wenn man den Prozess startet, noch gar nicht weiß, wo er enden wird. In vielen Bereichen endet es natürlich bei uns dann in einem Gebauten, aber das ist das, was auch der Gregor gemeint hat, einfach einmal loszugehen und kein Ziel zu haben, weil der Weg ist einfach das Ziel an und für sich. Das klingt alles nachvollziehbar, das klingt alles auch sehr gut und es ist auch gut und es fühlt sich auch sehr gut an, wenn man im Alltag das zumindest in Teilbereichen auch so spürt und so leben kann. Meine Wahrnehmung war aber, dass es bei mir jetzt erst schon langsam beginnt, diese Qualität einfach zu spüren, weil man wahrscheinlich, ja, von klein auf ja verbildet wird, ich nenne es einfach einmal so, sich selbst zu spüren, den anderen zu spüren und das Umfeld zu spüren. Und das ist der große Aufwand oder die große Herausforderung, wie kann man diese Verbindung wieder lösen, dass man wieder im Jetzt ist und in sich selbst ist und mit der Natur verbunden ist. Und da braucht man halt speziell als Unternehmer einfach ein unglaubliches Selbstbewusstsein, eine Liebe zu sich selbst und vor allen Dingen im Tun auch eine Sicherheit. Und ich bin jetzt ja über 20 Jahre selbstständig und ich habe jetzt erst, wie ich es gesagt habe, so das Gefühl, ich habe jetzt die Sicherheit, ich weiß jetzt, was ich kann. Ich weiß aber, was ich vieles nicht kann und das macht mir überhaupt keine Angst, sondern das stärkt mich in dem, was ich kann. Und das ist halt so die große Herausforderung, dass halt im Leben immer alles schnell gehen muss. Man muss immer sofort einen Erfolg im Tun sehen. Und das ist halt ein Prozess. Der Plan, mein Plan ist ein Prozess, mein Leben ist ein Prozess. Und ich sehe die Ökonomie der Menschlichkeit als wunderbarer Prozess in dem Fall, nicht als Plan, als Prozess. Und ich freue mich da, wenn ich in manchen Bereichen und Themen damit einsteigen darf und auch dabei sein darf. Und zum Thema Ritual,
ich stehe jeden Tag ganz, ganz früh auf, ganz, ganz früh, aber für mich früh um 5 und bin dann in der Natur. Meistens laufe ich ein bisschen, aber nicht im sportlichen Sinn, sondern einfach im Sinn der Bewegung, weil ich da einfach eine halbe, dreiviertel Stunde meinen Kopf relativ frei kriege und weil das in der Früh, da fange ich zwar keinen Wurm, aber es ist die Zeit für mich und die Natur, bis dann schon langsam die Familie erwacht und dann eigentlich das Büroleben und doch der Alltag, den man auch braucht. Ich brauche auch den Alltag, ich brauche die Herausforderung und gleichzeitig versuche ich das aber alles mit einer gewissen Leichtigkeit und einer Freude im Tun zu machen. Und wie gesagt, danke lieber Georg, dass du das Ganze so unglaublich intensiv vorantreibst und danke, dass ich ein Teil dafür sein darf und ich wünsche euch allen heute noch einen wunderschönen Tag und ich wünsche mir und meiner Familie einen schönen Urlaub, weil wir brechen heute auf in den Süden 2 Wochen am Campingplatz und da sind wir auch so richtig mit der Natur verbunden. Liebe Grüße in die Runde. Ja, ich finde das ganz stark. Also guten Morgen, zeitige Stunde. Das mit der Verantwortung. Also es ist wirklich so, wir haben das nicht so gelernt, weil die Eltern übernehmen Verantwortung, der Lehrer, der Arzt und alles. Aber wenn man in die eigene Verantwortung geht, stehen wir natürlich an, wenn wir das Wissen noch nicht dazu haben. Und das ist eigentlich das Geschenk, dass wir, wenn wir uns verbinden, dieses Wissen von irgendjemandem anderen auch kommt. Und dann ist diese Freiheit, wie gesagt, dieser Rucksack, du brauchst gar nicht so viel Wissen haben. Das ist im Universum vorhanden. Und es kommt dann im richtigen Moment, ist es bei dir. Also wenn du das ganze Wissen in den Rucksack einpacken willst, dann wird es schwer. Also ich denke mir auch manchmal, in der Schule haben sie mir gesagt, naja, die weiß das nicht so genau, aber im richtigen Moment wird sie schon was sagen können. Und da muss ich sagen, auf das habe ich dann eigentlich immer vertraut. Und das ist dieses Vertrauen und sich trauen. Und das hängt dann wieder mit dem Tun zusammen. Also wenn ich irgendwas zu tun habe und ich kenne es vorher nicht, das gelingt immer. Das kann ich nur sagen, das ist in meinem Leben diese Begleitung auch. Und ich wünsche an jeden diesen Mut und die Freude dabei. Also ich habe mir als Verantwortung so aufgelegt, dass ich Freude und Spaß weitergeben kann. Und wenn es ein anderer nicht kann und mir den Spaß nehmen will, dann gehe ich in das Vertrauen auch hinein. Und ich traue mich dem ganz einfach zu sagen, du, jetzt bist du ein bisschen grantig gewesen, komm, jetzt lachen wir wieder rum oder wir haben irgendeinen Spaß dabei. Und das ist für mich das Urvertrauen, in das wieder hineinzukommen. Und einen Satz habe ich immer, wenn das für viele nicht so verständlich ist, wenn das Leben keinen Anfang und kein Ende hat, würdest du das, was du jetzt tust, auch tun und dann beantwortest es für dich eigentlich immer wiederum selber. Und das ist so ein Leitmotiv, was ich an jedem gerne mitgebe. Habt Spaß im Leben, das ist das Schönste, was man haben kann. Dankeschön. Danke, Elisabeth. Die Luftburg passt so zu dem, wie du schaffst, wirklich. Und so viel entsteht da in der Leichtigkeit. Und das ist, wenn wir Unternehmer dabei, das ist ja unser Grundansatz. Und das Unternehmertum wird künftig anders laufen. Es werden so viele Ereignisse passieren, die viele Herausforderungen bringen, aber auch Chancen. Und ich glaube, diese Gedankenroutine, die zu durchbrechen, wir machen ja so ungefähr 95% unbewusst, das sind Automatismen, die uns unterstützen, die aber große Hürde sein können. Wo setze ich den Fokus hin? Was denke ich gerade? Ist die Begegnung oder das, was ich gerade ausdrücke, jetzt dienlich, fördert das? Bin ich da jetzt im Vertrauen oder trennt das eher? Ist das ein Glaubenssatz? Und diese Räume aufzubauen, das wünschen wir uns. Online ein Riesengeschenk, und natürlich ein realer Begegnung. Wir waren vor 2 Wochen eh mit Gregor, Elisabeth war dabei, wandern. Und ja, das ist Leben. Ich glaube, wir müssen, und es sind einige dabei, die sehr, sehr erfolgreich in der Wirtschaft sind, aber die alles gemeinsam haben, sie nehmen sie Raum. Sie geben auch Wissen weiter. Wir nennen die Wegbereiter. Das ist, die übernehmen Verantwortung für die Gesamtheit und nicht nur fürs eigene Unternehmen. Und das, glaube ich, ist das, was der Gregor auch gemeint hat, ist, es geht nicht mehr um irgendeinen Mitbewerb. Wenn wir einen Mitbewerb haben, dann ist der vielleicht international, aber nicht in Österreich. In unserem Land können wir uns in der Wirtschaft in Kooperative so schöne Sachen gestalten. Und da haben wir ein wunderschönes Fundament, eines davon, Elisabeth. Vielen, vielen Dank. Ich möchte mich mal ganz herzlich bedanken bei dir, Georg, aber hauptsächlich auch jetzt beim Gregor. Und der Impuls von der Elisabeth war jetzt auch so schön, weil Vertrauen, das ist so eine totale Kernvoraussetzung.
Also ich muss dazu sagen, ich bin seit 10 Jahren, schwebe ich relativ frei als Künstler und es ist ein früher schöner Weg, aber ich erlebe den immer wieder auch als ziemliche Berg- und Talreise. Ja? Also wenn wir so wirklich, wenn es mir wie ein Drachen aufgezahlt und ich da Erfolg habe bei meiner Kunst und dann auf einmal stürzt sich wieder da fast in das Bodenlose und die Resonanz hört zu 100% auf und das dauert dann ein Jahr womöglich an. Also das muss ich auch mal aushalten. Das ist schon ganz schön heftig. Und dass ich mich dann vielleicht auch was sagen traue, wo ich genau weiß, dass ich anecke, dass ganz viele Leute sich da von mir verabschieden. Ja, ich versuche diesen Weg zu gehen. Und Gregor, du bist da echt irgendwie ein Vorbild manchmal. Danke. Danke, Norbert. Es ist auch ein mutiger Schritt als Banker, zu sagen, jetzt gehe meinen Herzenswunsch nach und wir Künstler wollen dann das viele. Und Touren, das ist das andere. Aber das ist das Entscheidende, weil wenn man dann einmal mit 70, 80, 90 auf dem Banker sitzt und sagt, naja, weißt du das jetzt? Dann kommt bei vielen, und das ist das, was die meisten dann bereuen oder sagen, mei, warum habe ich das nicht da, was ich vorgehabt habe? Und das Leben ist irgendwo vorbeigelaufen. Und darum Arbeit wirklich schön, auch wenn es ein Berg und Täufer ist, aber die macht sie aus. Wir können erfahren, ja. Es gibt neue Begegnungen. Wenn wir immer das Gleiche produzieren, dann haben wir keine neuen Erlebnisse. Und ich glaube, das ist auch die innere Leere dann vieler Menschen, die zwar materiell oft viel haben, die sie gut kontrollieren, aber eben die Menschlichkeit nicht da ist, der Ausdruck nicht da ist. Und wir sind Sozialwesen. Und das ist jetzt die Zeit, wo das wieder kommt. Und das ist wunderbar und das ist uns so wichtig, mit Wirtschaft verbindbar. Viele Unternehmer, die auch bei uns im engsten Kreis sind, reden immer, das hat sich so angespielt. Das war mein Gefühl. Also ein rationaler Manager, der sagt, das ist eine völlige Katastrophe. Also dieses Weibliche, was jetzt so wichtig ist, das Verbindende. Und wenn sie das ganz gut angespürt und wirklich ehrlich ist, dann stimmt der Weg auch. Und man wird es oft erst im Nachhinein verstehen. Bei unseren Formaten, ja, kommt oft die Frage, ja, wie macht es das, wo genau? Es ist eine Co-Kreation, das entsteht im Gemeinsamen. Und erst wenn ich mir begegne, kann eine Co-Kreation passieren, die kann vorher nicht sein, sondern es ist wieder ein altes Konzept. So, ja. Wir machen weiter. Ach so, Norbert, nein, ich wollte nur noch einmal ganz kurz, weil mich da auch der Ansatz vom Gregor jetzt noch interessieren würde. Du hast jetzt das angesprochen, obwohl das meine Welt vor 10, 15 Jahren war. Aber wie das halt wirklich dann in der Praxis ausschaut, dass da wirklich die Konkurrenz aufgegeben wird von dem Alten, das ist schon für mich immer wieder ein heißes Thema, weil die Leute, die halt die Aktien haben, die werden die nicht hergeben und viele Unternehmer, die halt die letzten 30 Jahre einfach halt auch immer weniger großzügiger geworden sind und halt einfach auch sowohl gegenüber der Konkurrenz als auch gegen den Kunden, ja, die werden ja das nicht aufgeben, ne? Aber das würde mich vom Gregor interessieren, wie das laufen könnte, jetzt wirklich aus einer Praxissicht. Aber es ist wahrscheinlich jetzt zu weit für dieses Na? Format. Gell? Norbert, sehr gern. Also danke mal für deinen Impuls und es berührt mich sehr, was du sagst. Ich war ja auch mal ein Banker, rausgegangen und bin meinem Herzen gefolgt und bin zu Fuß nach Japan gegangen, wo so viele im Vorfeld gesagt haben, das ist verrückt. Also wie kann das gehen? Ja? Damals auf meiner Wanderung nach Japan hat mich der Mahatma Gandhi inspiriert. Der Gandhi, der damals in Indien, ja, das war eine Kolonie, die Großbritannien hat das Land beherrscht und er hat einfach vertraut und über den gewaltfreien Weg den Wandel in diesem großen Land Indien eingeleitet und das auch geschafft, dass sich Großbritannien zurückzieht. Und der Mahatma Gandhi hat gesagt, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Diesen Satz, mit dem bin ich 3 Jahre um die Welt gegangen. Und wie können wir das schaffen? Diese Frage, die du gestellt hast, Norbert, indem wir sie selbst umsetzen.
Unsere größte Angst, habe ich mal gelesen, und der Satz berührt mich, er ist entweder von dem Buch Ein Kurs im Wundern oder von Nelson Mandela, das Zitat ist nicht klar, von Mensch kommt, aber es heißt, unsere größte Angst ist die von unserer Größe. Und wenn wir erkennen, wir fangen an und handeln aus einer Verbundenheit allen Seins, wir gehen raus aus dem Wettbewerbsdenken und gehen rein in ein Vertrauen und in eine Verbundenheit. Und ich erkenne, dass ich mir immer selbst begegne. Ich habe mir mal wieder die Frage gestellt, wen habe ich auf meinen Reisen getroffen, und ich habe gesagt, immer nur mich selbst. Wir begegnen uns immer selbst. Also das ist dieses Gesetz der Anziehung oder der Resonanz, das ist im Prinzip Physik. Diese Schwingung, die ich ausstrahle, der begegne ich. Und wenn wir diese Schwingung ausstrahlen, der Verbundenheit allen Seins, dann wird sie die auf der ganzen Welt ausbreiten. Und Georg, du hast zuerst gesagt, mit dem Wettbewerb, dass wir den zumindest nicht in Österreich haben, aber vielleicht im Internationalen dann doch, da würde ich darüber hinausgehen. Wir leben alle auf einer Erde. Und auf meinen Wanderungen rund um die Welt habe ich erkannt, dass wir in unserem Innersten die gleiche Sehnsucht, die gleichen Wünsche haben. Ob jetzt das ein Ecuadorianer ist oder ein Mädel aus Afghanistan oder wo auch immer. Es geht um diese Verbundenheit. Und diese Verbundenheit allen Seins, die leben wir mit dieser Ökonomie der Menschlichkeit. Und das wird immer mehr ausstrahlen. Und daraus handeln wir. Und daraus kommt die Freude. Und irgendwann, das weiß ich, werden die großen Unternehmer kommen und sagen, warum geht es euch so gut? Und mir, da an der Wall Street, so bescheiden. Und das ist der erste Schritt, wann wir nehmen. Also es ist so auch den Martin Weber, den ich heute schon mal zitiert habe, der mich so berührt hat immer wieder, hat gesagt, gib dem zu trinken, der Durst hat. Eines Tages werden sie auf uns zukommen und uns fragen, warum es uns so gut geht. Und dieser Wandel fängt bei uns an. Das war so ein Gedanke, ja. Aber es ist gar nicht so leicht, diese Frage zu beantworten. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Aber selber gestalten den unmittelbaren Raum. Ich glaube, das ist so wichtig. Ich habe so viele Leute kennengelernt, die die ganze Welt verändern wollen. Und ich sage jetzt überspitzt, der beste Freund ist dann ein Hund. Weil es eben keine Beziehung aufbaubar ist. Wir dürfen wirklich bei uns selber anschauen. Und das war bei uns auch immer der Ansatz. Michael, der kurz da war, mein Freund, der Bauer, der hat gesagt, nur was wir selber leben, werden nach außen gehen, Gregor. Das sind die Punkte einfach. Wir dürfen uns wirklich in der engsten Zelle bei uns selber verändern, und dann ist die Streukraft, und wir schaffen immer alles selber. Das ist, und das tut natürlich schon weh, wenn ich sage, jetzt habe ich eine Begegnung, die ist suboptimal, die möchte ich nicht. Was habe ich da jetzt erschaffen? Also, wenn was gut ist, ist es natürlich, sind wir die Ursache. Ist es nicht, hat es nichts mit uns zu tun. Also, es ist ein bisschen geteilt. Ich würde noch gern was sagen, lieber Georg. Bitte, ja schön, Katharina. Guten Morgen. Noch ein Schatz aus Gumpoldskirchen. Ich wollte mich zuerst einmal bedanken. Zuerst einmal bei der Johanna, die mich zum Georg geführt hat, und der Georg, der mich jetzt in diese Runde eingeladen hat. Ich merke in der jetzigen Zeit, wie wichtig das ist, sie mit, unter Anführungszeichen, Gleichgesinnten zu verbinden. Das ist heute eh schon öfter gekommen, dieser Wandel. Ich spüre den zurzeit ganz, ganz heftig. Meine Freundin hat gestern gemeint, es fühlt sich an, als würde mein Geburtskanal stecken. Es hängt irgendwie hinten noch das Alte an einem ganz schwer, aber ich spüre ganz extrem, dass da draußen ganz viel Neues ist, dass sich ganz viel wandelt, was natürlich sehr viel mit Unsicherheit bei mir verbunden ist, mit Loslassen, auch Menschen auf dem Weg vielleicht zurücklassen, die vielleicht noch nicht so durstig sind, wie es der Gregor vorher gesagt hat. Vielleicht entwickeln sie den Durst erst später und man gibt ihnen dann zum Trinken, so in die Richtung. Ja, und deswegen wollte ich sagen, vielen lieben Dank, dass ich in diese Runde aufgenommen worden bin. Also mich berührt es sehr. Ich habe auch schon ein paar Impulse mitgeschrieben und mir gibt es ganz, ganz viel Stärke, weil
ich merke, bei diesem Wegbereiten geht manchmal einfach die Luft aus. Und wenn es ungemütlich wird, entscheidet sich mein Ego teilweise so, oh mein Gott, ich steige jetzt in ein Flugzeug und komme nie wieder zurück. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht die Lösung. Und dieses einfach da sitzen, dieses Aushalten, dieses in der Situation bleiben, also da braucht es manchmal schon Unterstützung. Dankeschön. Danke, Katharina. Das Leben ist ja cool, finde ich, und ist so chancenreich. Aber für mich halt immer dann, wenn ich im Gefühl bin und nicht im rationalen Denken, weil der Verstand oft überhaupt keine Antworten mehr hat, was da passiert. Und ich versuche immer auch zu schauen, unsere Wegbereiter, Mentoren, Botschafter, was ist ein gemeinsamer Nenner? Und einer davon ist wirklich, sie von irgendwelchen analytischen Dingen nicht bremsen zu lassen und wirklich über das Gefühl, über die unmittelbare Wahrnehmung den Ausdruck zu finden, was eine Herausforderung ist natürlich. Danke noch einmal, Katharina. Ja, danke auch für eure Impulse, wo vieles nachschwingt und wo ich ein paar aufgreifen möchte. Einerseits so dieses Strahlen, das dann eine Sogwirkung hat. Ich bin im Bankbereich tätig. Ich habe in Gregor vor 2 Jahren zu einer großen Veranstaltung eingeladen gehabt und sein Strahlen hat wirklich viel Sog ausgelöst, zu wissen, okay, wie kommt man immer mehr in dieses Strahlen. Das finde ich ganz wichtig, was ihr da gesagt habt. Und ich finde auch wichtig, dass man nicht so zwischendrin und draußen, ist man in der Bank, ist man dort oder dort, sondern es, wie ich auch schon gesagt habe, das kann an jedem Platz jeder aktiv sein. Und ich habe es auch einmal mit dem David Steindl Rast diskutiert, weil wir auch immer wieder mal hadern mit meinem Platz, ob der passt. Und ich bin dann selber gefragt und gesagt, wie kannst du mit deiner Haltung in der katholischen Kirche aktiv sein? Und er hat gesagt, wenn man im System drinnen ist, kann man auch viel bewegen. Also das heißt, ich denke, man kann drinnen was bewegen, man kann außerhalb mancher Systeme was bewegen. Ich glaube, es geht wirklich, wie ihr schon gesagt habt, um das, wo man gerade ist und dass man da aktiv ist und dieses Strahlen an Sog erzeugen kann. Danke. Danke, Silvi. Es ist nicht entscheidend, was du tust, sondern wie du es tust. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man in diesen Bereichen, wo man gerade tätig ist, auch transformiert, diese Parallelwelten aussteigen und so, für mich gar nicht greifbar, sondern wirklich, wir sind da, wo wir sind und da wirkt man noch besten. Ja. Und es ist beides okay oder noch viel mehr, weil es gibt ja viele verschiedene Wege. Ja, genau. Aus der Wertung, schön. Mhm. Genau, Silvi, danke. So, 8 Minuten haben wir noch. Andrea mag noch, oder? Ich mag auch noch. Ja, ich möchte gerne was sagen zum Thema Co-Kreation, gerade Erfahrung, was ich gerade mache, schwierige. Ich beschäftige mich sehr mit Permakultur, Circle Way, Kreiskultur, so wie die Leute zusammenkommen. Und wir haben schon eine große Community da mit 120 Leuten in der Region Vöcklabruck, Attersee und Umgebung. Und ganz unterschiedliche Leute und ganz viele Talente. Biobauern, Künstler, Bastler, also wirklich, wir haben ganz viele Ressourcen, ganz tolle Menschen. Einmal im Monat machen wir was miteinander. Und jetzt hätte ich eingeladen, dass wir zusammenkommen, dass wir ein echt wieder zusammenkommen und was gestalten. Und es ist so viel Lust und so viel Bereitschaft. Und es ist uns so das Corona-Thema in den Weg gekommen. Ich habe so kurz die Gruppe gestern geöffnet. Auch für dieses Thema, also wir sind über WhatsApp-Gruppe meistens in Kontakt. Und es ist im Endeffekt nicht möglich gewesen, dass wir uns einigen. Ich wollte eine Brücke bauen, aber es, durch die vielen verschiedenen Erlebnisbereiche ist uns das echt in die Quere gekommen. Und ich hätte mir so einen Begegnungsraum gewünscht, wo wir voneinander hören, so wie in einem Kreis, so wie da jetzt. Wir hören voneinander, wie es uns geht damit, ohne dass man dann den anderen versuchen, von irgendwas zu überzeugen. Und dann uns wieder als so wie der Gregor zuerst gesagt hat, dass wir erkennen, wir haben alle die gleichen Bedürfnisse und dass wir uns in dem Sehen und in dem Hören, und das finde ich da auch so schön, diesen Raum, und zieht es mich wahrscheinlich da her, und trotzdem ist uns das in den Weg gekommen. Und das hat mich gestern recht traurig gemacht. Genau. Und ich habe noch... Ich habe im Moment noch keine Idee, wie es trotzdem gehen kann. Genau. So super Leute, so viele Talente, alle in einer Region,
alle ein ähnliches Ziel und irgendwie geht es trotzdem. Genau. Das ist im Moment da. Darf ich kurz so was sagen? Bitte, Brigitte. Mir geht es gerade genauso und deswegen bin ich auch kurz für mich ganz zurückgezogen, weil ich gerade sehr viel bewege und mit viel Leuten zu tun habe von der Firma her, das Gefühl gehabt habe, ich kann jetzt nicht mehr. Und ich war wirklich tagsüber so müde kenne ich mich nicht. Und habe eben vor 14 Tagen in Gregor getroffen und wir haben auch so eine Begegnung gehabt in einer Kleingruppe. Und ein paar Tage drauf habe ich echt gewusst, ich kann bewegen, aber ich kann nur dann bewegen, wenn es mir auch gut geht. Und ich muss nicht alles mitnehmen. Es springen die auf, die mitgehen wollen. Und jetzt gehe ich einmal allein. Und es ist so großartig. Und danke, Gregor, für das Zusammensein. Es hat mich echt so ermutigt. Ich habe mich dann wirklich, ich bin auch selbstständig, habe eine Firma gekriegt. Wir haben so viel zu tun, mit dem haben wir dem Jahr nicht gerechnet. Und auch ich habe nichts davon, wenn ich nur tue und überbleibe und nicht mehr kann. Und deswegen bin ich da, habe viel hinter mir lassen und verabschiede mich jeden Tag wieder von so besonderen Menschen und am Tag drauf kommen so viel mehr besondere Menschen in mein Leben. Ja? Das heißt, es macht schwer, wenn wir glauben, wir müssen alles mitnehmen und bewegen. Wir bewegen das, das einfach gerade möglich ist und sein mag. Ja? Mhm. Und ich lerne gerade so viel ab und es ist echt, wir dürfen, der, was uns noch gemacht, der kommt noch, weil den Lichtfunken hat er schon irgendwo wahrgenommen. Ja? Und es ist ganz wichtig, dass wir nicht auf der Strecke bleiben. Ja? Und das waren jetzt gerne meine Worte. Danke für die Gruppe. Es hat mich so bewegt, trotzdem da dabei sein zu dürfen. Und ja, das waren schon meine Worte. Ich hoffe, ich habe dich jetzt ein bisschen weiter bewegen können, weil es war ganz wirklich so schlecht gegangen ist, so schwer gegangen ist, wo ich nicht so fand. Ganz wichtig auch noch, danke, Gregor, dieses Muss, das wir weggelassen. Das habe ich so gehabt, ja, aber ich habe gemerkt, dass ich noch so viel das Muss verwende. Und das ist meine Woche jetzt wirklich ganz achtsam mit jedem Gedanken, mit jedem Wort zum Umgehen. Und da passieren so schöne Runden. Also es ist echt großartig, was ich gerade erleben darf. Ja. Und ich freue mich natürlich, wenn ich am Montag auch wieder zurückgehe, darf, ich gedankt habe und auch das Gefühl habe, ich darf dann wieder für jeden da sein. Und das mag ich auch. Ja, danke noch. Danke, Brigitta. Andrea, so eine Gestalterin wie du, die so viel für die Gemeinschaft tut, was oft auch nicht wahrgenommen geschätzt wird und eben in der Verantwortung weniger ist, das, glaube ich, läuft jetzt aus, das Modell. Das passt nicht mehr zur Zeit. Das darf jeder Verantwortung übernehmen. Was das ist, dass das jetzt was wird oder nicht, nur von dir abhängt, mit deinem tiefen Wunsch, den du da hast, das, glaube ich, ist es eben nicht mehr. Und es ist einfach jetzt gesagt, loszulassen und mal schauen, was passiert, aber das ist wirklich, das Leben lädt uns so oft ein. Und ich habe so viel auch vom Gregor gelernt. Es ist immer alles gut, wie es ist, und es ist so. Und dann könnte es durchaus sein, dass dein Wert oder das, was du tust, erst wahrgenommen und erkannt wird, was da ist. Das ist selbstverständlich. Und sind ja einige auch da, die für alle da sind und immer machen und dann. Und ich habe die mit der Johanna, die Maya Molcho kennengelernt von Neni. Und da war so ein bisschen das Thema Zeit. Die hat ganz viel Zeit gehabt, weil sie gespürt hat, das macht Sinn, das tut gut, das Ökonomie der Menschlichkeit, sind in Gumpelskirchen mit Johanna. Die schwingen gemeinsam und sie so, hat aber gesagt, ich sage sehr, sehr oft Nein. Und dann sind eben für die wirklichen guten Ja's ist dann Zeit da und das hilft uns nicht. Wir können nicht alles tun, nicht mit jedem kooperieren, nicht alles machen, sondern wirklich da, wo es uns hinzieht, wo echt die Resonanzen sind, wo die Tür offen ist. Und Gregor, wir sind alle immer wieder bei dir, weil du das in so schöner Form vorlebst und das enormen Sog erzeugt und das hat ganz viel mit Wirtschaft zu tun. Man sagt oft, ja, Menschlichkeit und mit sich selber beschäftigen, was hat das mit Wirtschaft zu tun? Nein, da ist man in der Kraft, Resilienz, ich bin in der Stärke, ich streue anders, ich bin auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern, ich muss mich nicht erhöhen und viele, viele andere Sachen. So, jetzt haben wir 6:59. Und bitte hätte ich jetzt noch, dieser offene Bereich, der alle 2 Wochen stattfinden wird, wahrscheinlich in 2 Wochen ausnahmsweise nicht, weil wir gerade ein paar ganz wichtige Prozesse haben, auch was ist Ökonomie der Menschlichkeit mit Wegbereitern zu definieren, wie transportieren wir das. Und, aber dann wird es alle 2 Wochen ab Ende September geben. Und jetzt haben wir gedacht,
immer so ein Wegbegleiter, wie es heute Gregor ist. Und wir haben ja Mentoren, Botschafter, und ich habe ein paar, das ist unsere Transformationskarte. Da ist im Luftburg Elisabeth Kollerich ganz im Osten und da sind heute einige dabei. Ein paar Enkel und magst du einen Impuls machen? Das ist nicht so geflossen, da habe ich weniger Rückmeldungen gekriegt, nein, im Moment passt es nicht, im November etc. Und jetzt hätte ich einfach den Raum abschließend nochmal geöffnet, insofern, wer könnte denn für diesen Impuls Menschlichkeit leben, Begleiter sein, so wie es heute Gregor ist? Das muss ja keiner aus unserem Mentoren-Botschafter-Umfeld sein, auch, aber nicht nur. Und wer da Ideen hat, bitte uns das auch einfach schicken, schreiben oder jetzt in den Chat reinschreiben, wo es eben wirklich um die Verbindung geht, diese Rolle, die wir haben im Leben, und das ist einmal so, das ist ein Teil von uns, das machen wir aber nicht nur. Wir sind ein Mensch, wir sind Verbindung, Familie, was immer damit verbindet, also Leute, die auch so inspirieren, ähnlich wie der Gregor. Also wenn ihr Ideen habt, ganz, ganz gern. So, und jetzt ist 7 Uhr und ich darf jetzt noch einmal das Wort dem Gregor geben mit ganz, ganz großem Dank an euch allen. Und wenn der Gregor ganz gleich kommt, einen Hinweis noch, am 25. September haben wir alle, die bei der Ökonomie der Menschlichkeit dabei sind, also ein Kennenlernen, ein kurzer Impuls, was mache ich, dass man sich wirklich einmal online einmal sieht und eben verbindet und eben auch so eine Co-Kreation dann in Folge stattfindet. Auf menschlichkeit.jetzt und auf der Internetseite sind die Infos drauf. Danke, Gregor, bitte, deine Abschlussworte. Wo ist unser Freund Gregor? Schau ich mal. Da ist die Verbindung weg. Schau, interessant. Jetzt hat er sich wahrscheinlich gedacht, jetzt braucht es mich nicht mehr. Jetzt darf es selber kreieren. Und der Gregor ist jetzt weg. Jetzt hätte ich die Bitte, indem die Johanna ganz, ganz groß da ist. Jana, magst du das jetzt beenden? Du wirkst so toll, du berührst, du bist so ein groß, ganz großer Schatz, gestaltest, und magst du die Schlussworte übernehmen? Ja, beenden. Ich möchte euch einmal alle einen schönen guten Morgen wünschen. Für mich war es wieder eine Stunde, die großartig war. Ich bin ganz gerührt, dass ich da in diese Gruppe gekommen bin. Danke, Georg. Andrea, dir möchte ich sagen, ich erkenne das genauso wie du. Ich denke mir immer, es darf nicht so ein Kampf sein, und machen wir es doch gemeinsam. Und ich bin drauf gekommen, für mich, die Zeit kommt einfach, wir müssen nur dranbleiben. Und das habe ich so in mir. Ich glaube, dass mein ganzes Leben will ich das, und jetzt kommt es auf einmal. Und danke für alle so großartigen Beiträge. Wir leben es gerade in Kumpelskirchen, und es ist genauso, wie du gesagt hast, Andrea. Jedes Mal denke ich mir nach so einem Treffen, es verstehen mich so viele Leute nicht, und die glauben alle, ich will das nur für mich machen. Und ich glaube trotzdem, dass genau das der richtige Weg ist. Einfach dranbleiben und gemeinsam sich stärken, und das passiert gerade. Und dafür danke ich vielmals an alle, die da heute dabei sind. Für mich war es gar nicht so leicht, heute da um 6 dabei zu sein. Und jedes Mal denke ich mir, wie großartig, sich die Zeit zu nehmen. Ich glaube, das ist das, was ich gerade lerne. Also ich glaube, immer alles andere ist wichtig. Und wenn man so richtig in sich reinhört, weiß man, es gibt so ganz wichtige Zeiten, die man nicht verpassen sollte, weil so großartige Menschen kennenzulernen, bringt einem natürlich selber weiter und ist man bestätigt in dem, was man tut. Danke für diese schöne Stunde am Morgen. Hat mir sehr viel gebracht. Danke, Georg. Schön. Ich freue mich auf die nächste Begegnung. Schauen wir einfach, dass wir zueinander finden. Das ist auch, glaube ich, wichtig, dass das nicht in unserer Verantwortung ist, die Leute einzuladen, WhatsApp zu schicken etc., sondern dass man Menschlichkeit.jetzt ist die gemeinsame Verbindung, und dass wir wirklich co-kreieren. Und das ist die ganz große Chance, denn der Wandel wird über jeden Einzelnen passieren, und wir haben 450.000 Unternehmen in Österreich, davon 150.000 Bauern. Wir haben ganz, ganz große Schätze, und wir haben eine riesige Kraft,
Es sagen halt nur Hunderttausende, warum, was soll ihr allein machen? Und das ist genau der Punkt. Es geht um die ganz, 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 ganz wichtige Entscheidung, viele Dinge Nein zu sagen, wenn sowas gut angespielt. Ja, und abschließend jetzt, der Gregorio hat noch geschrieben, lieber Georg, mein Internet hat es geputzt, unter Anführungszeichen, und ich bin rausgeflogen. Danke euch von Herzen für die heutige Begegnung. Und ich danke euch. Wunderschönes Wochenende, dass es wirkt und deshalb 6 Uhr in der Früh am Samstag, dass man wirklich nicht wieder vielleicht im Alltag drinnen ist. Und ja, wirklich auch dankbar ist über das, dass wir da leben dürfen. Das, wir haben so selbstverständliche Dinge und die Grundvoraussetzungen sind schon ganz ein großes Geschenk. Auch wenn das Leben vielleicht holpert, wirtschaftlich, familiär, wo immer Herausforderungen da sind. Aber allein, dass wir in Österreich leben dürfen, ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Und wenn wir uns das besinnen und vielleicht auch, was mein ganz großer Herzenswunsch ist, dass man auch verzeiht, sich selber und anderen, dass man zueinander findet. Das ist so, so wichtig. Und dass man nicht in einer Getrenntheit lebt, die uns einfach nicht gut tut. Ich habe da in der Familie sehr, sehr viel lösen dürfen. Und darum weiß ich, dass der Weg einfach lang und so, so wichtig ist und auch keine Alternative gibt. Danke euch von Herzen. Alles Liebe. Bis bald.